Jetzt hast du gerade dieses Video angeschaltet und schaust mich an. Ich schaue in die Kamera und schaue ab und zu auch hier auf meinen vorbereiteten Text. Wie ist die natürliche Rollenverteilung zwischen uns beiden? Also ich fühle mich gerade etwas unsicher, aber das ist komplett normal, denn ich befinde mich in der Mitspielerrolle. Ich mache Videos und biete sie dir an mit dem Ziel, dass du dich durch meine Erkenntnisse in deinem Leben wohlfühlen kannst oder dich sogar begeistert und glücklich fühlen kannst. Und selbstverständlich bin ich dabei auf natürliche Weise unsicher, weil ich niemals wissen kann, wie deine Ziele überhaupt sind, was dich genau begeistert sein lässt. Das kannst nur du wissen. Meine Unsicherheit ist in der Mitspielerrolle also komplett normal. Du befindest dich gerade in der Chefrolle. Denn du hast ein klares Ziel, du möchtest nämlich feststellen, ob dir dieses Video etwas bringt, ob es dir in deinem Leben weiterhelfen kann, dich begeistern kann oder ob du tatsächlich sogar glücklich fühlen kannst durch die Inhalte, wenn du sie verstanden hast. Das kannst letztendlich nur du klar spüren, bewerten und entscheiden. Ich könnte aber auch die Rolle wechseln. Ich könnte in die Chefrolle gehen und so tun, als wüsste ich ganz klar, was für dich das Richtige wäre, was du tun müsstest. Ich hätte dann ein klares Ziel für dich und würde klar bewerten, was falsch und was richtig ist. Wenn du dabei mitmachst und in die Mitspielerrolle gehst, dann wirst du einiges davon umzusetzen versuchen. Und dabei fühlst du höchstwahrscheinlich eine kleine Unsicherheit, wie es eigentlich genau sein soll. Du fragst dich, ob du alles richtig machst. Oder du entscheidest ganz klar, nö, für das, was Olaf mir da anbietet, stehe ich nicht zur Verfügung, das passt mir nicht so. In dem Moment dieser Entscheidung bist du in der Abgrenzungsrolle und grenzt dich ganz klar von meinen Zielvorstellungen ab. Dabei fühlst du deutlich, was du nicht willst. Oder aber du nimmst eine besonders offene und integrierende Haltung ein. Du sagst mit einem entspannten Gefühl, ich gehe erst einmal davon aus, dass alles dazu gehört. Ich schaue mir alles an und beobachte, was sich entwickeln wird und welche Entscheidung ich dann fällen möchte. Du siehst, es gibt verschiedene Rollen mit entsprechenden Rollenempfindungen. Wenn du deinen Alltag genau beobachtest, dann wirst du überall diese Rollen wiederentdecken. Sie sind überall im Leben vorhanden. Nur, das wird bisher kaum von jemandem bewusst gelebt, geschweige denn genauer erforscht. Deswegen mache ich Videos darüber, in denen ich diese Zusammenhänge ganz logisch beschreibe. Und diese Videos stelle ich in der Mitspielerrolle als Angebot für dich und deine Lebensziele zur Verfügung. Du entscheidest in der Chefrolle, was für dich nützlich ist und was nicht. Warum glaube ich überhaupt, dass dir diese Zusammenhänge eventuell nützlich sein könnten? Es gibt eine natürliche Regel. Je genauer wir wissen, wie etwas funktioniert, umso leichter können wir es verändern und verbessern. Wenn du zum Beispiel genau weißt, wie ein Computerprogramm programmiert wurde, dann kannst du es auch verändern und verbessern. Vorausgesetzt, du kannst natürlich programmieren. Ich zeige dir in meinen Videos, wie unser menschliches Zusammensein funktioniert, damit du es letztendlich verändern und verbessern kannst. Und zwar zeige ich es dir auf eine ganz spezielle Weise, mit Hilfe einer weiteren Regel, die tief in uns allen verwurzelt ist. Diese Regel lautet: Wenn ein Mensch ein Ziel verfolgt und andere Menschen ihm dabei helfen,
dann entsteht eine ganz natürliche Rollenverteilung mit dazugehörigen Rollenempfindungen. Wenn wir diese Rollen und diese unterschiedlichen Empfindungen in den Rollen genau erforschen, dann tut sich eine scheinbar ganz neue Welt auf. Aber diese Welt ist eben nicht ganz so neu. Du wirst schnell merken, dass du das alles in deinem Gefühl schon irgendwie geahnt hast. Und jetzt können wir es endlich klar formulieren und auf den Punkt bringen. Wie das in unserem Alltag, zum Beispiel in der Schule, beim Studium, im Job, mit Freunden oder auch in der Familie, genauer aussieht, das zeige ich dir jetzt. Wie fühlst du dich, wenn jemand zu dir sagt, mach mal schneller, damit wir rechtzeitig fertig werden? Fühlst du dich dann groß, gestärkt und unterstützt? Nein, natürlich nicht. Du fühlst dich irgendwie kleiner, zurechtgewiesen, untergeordnet. Und wenn du diese Empfindungen nicht magst, dann wehrst du dich gegen diese kleine Rolle, damit du dich wieder größer fühlen kannst. Im schlimmsten Fall wirfst du hin und sagst, mach doch dein Kram einfach alleine. Solche Auseinandersetzungen werden von vielen Menschen eigentlich für normal gehalten. Sowas kennt jeder. Aber hast du schon mal über so eine Situation genauer nachgedacht? Ein anderes Beispiel. Stell dir einen Vater vor, der seinen kleinen Sohn lobt. Er sagt, das ist ganz toll, dass du heute selbstständig deine Hausaufgaben gemacht hast. Das hast du gut gemacht. Wie fühlt sich dieser Vater, wenn er sowas zu seinem Sohn sagt? Auch klein und untergeordnet und zurechtgewiesen? Natürlich nicht. Der Vater würde sagen, dass er sich normal fühlt. Aber in Wirklichkeit ist er nicht ebenbürtig zu seinem Sohn, sondern er fühlt sich etwas größer, dem Sohn übergeordnet. Wieso? Das wird uns besonders bewusst, wenn wir uns anschauen, wie sich das Gefühl des Vaters ändert, wenn der Sohn auf eine bestimmte Weise reagiert. Stell dir vor, der Sohn sagt jetzt Folgendes. Toll, Papa, das ist ganz toll, dass du heute selbstständig daran gedacht hast, mich mal zu loben. Das hast du wirklich gut gemacht. Wie fühlt sich jetzt der Vater? Genauso groß und übergeordnet wie vorher? Garantiert nicht. Jetzt fühlt er sich seinem lobenden Sohn ein bisschen untergeordnet. Und der Sohn wirkt irgendwie größer in seiner lobenden Rolle. Fast ein bisschen dem Vater übergeordnet. Jedes Lob führt zu einer solchen Groß-Klein-Rollenverteilung. Beobachte das mal ganz genau. Der Lobende ist immer ein Stück größer als der Gelobte. Oder kannst du dir vorstellen, dass einer, der lobt, in dem Moment eine untergeordnete Rolle hat? Irgendwie passt diese Vorstellung nicht wirklich. Noch ein Beispiel. Wenn ein Handwerker bei dir in der Wohnung die Heizung repariert und mittendrin zu dir kommt und dich fragt, können Sie mir mal sagen, ob ich es noch richtig mache? Repariere ich Ihre Heizung noch richtig? Wie ist nun die Rollenverteilung? Wer hat die größere und wer hat die kleinere Rolle? Fragt der Handwerker unsicher, wie soll ich es machen? Dann ist er in der kleineren und du in der größeren Rolle. Vielleicht reagierst du jetzt und sagst, hä? Ich dachte, Sie sind hier der Fachmann und wissen, wie es geht. Also, entweder Sie reparieren meine Heizung oder Sie gehen wieder. Wer ist jetzt groß und wer klein?
Du hast immer noch die große Rolle, so wie du eben reagiert hast. Du hast darüber bestimmt, was er tun soll, entweder reparieren oder gehen. Aber du könntest auch anders reagieren. Du könntest sagen: Oh, jetzt fühle ich mich unsicher. Ich weiß gar nicht, wie ich ihnen helfen soll. Was soll ich ihnen sagen? Damit hast du eine kleinere Rolle eingenommen und ordnest dich dem Handwerker ein bisschen unter. Du siehst, wie wir durch unsere Sprache unsere Rollenverteilung gestalten können. Und auch umgekehrt, unsere Rollen beeinflussen unsere Sprache. Und an diese Rollen sind auch ganz bestimmte Gefühle geknüpft. Entweder Klarheitsgefühle, wenn wir genau wissen, was wir wollen, oder Unsicherheitsgefühle, wenn wir nicht wissen, was der ein andere eigentlich von uns will. Kannst du dir vorstellen, dass die meisten zwischenmenschlichen Probleme durch falsche Rollenverteilungen und unangenehme Rollenempfindungen entstehen? Und zwar überall in unserem Alltag, also in der Schule, im Studium, im Job, in der Familie und so weiter. Je klarer du das durchschauen kannst, umso leichter kannst du es auch beeinflussen, verändern und verbessern. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und mehr Klarheit darüber bekommen möchtest, wie genau wir über unsere Kommunikation unsere Rollenverteilung beeinflussen und damit auch unsere Rollenempfindungen, dann schau dir bitte meine Videos über das Neuroresonanzmodell an. Dort zeige ich noch viel mehr spannende Zusammenhänge über unser Rollenspiel und unser facettenreiches Gefühlsleben. Diese Videos findest du alle in meinem Videokanal auf youtube.com. Bis dann!